Ja, zum Eisklettern kommt man einfach irgendwann, wenn man einen klassischen Alpinismus betreibt oder klassisch Bergsteigen geht, irgendwann zwangsläufig, weil die Schwierigkeiten im kombinierten Gelände einfach dann irgendwann so steil werden, oder im Eis oder im Schnee, dass man sagt, okay, als Training geht man im Winter ein bisschen Wasserfall klettern, weil wenn man das senkrechte oder nahezu senkrechte Eis einmal gut beherrscht, dann kann einen eigentlich im Gletschereis oder jetzt im kombinierten Bergsteigen so schnell nichts mehr erschüttern. Und so ist eigentlich bei fast alle Kletterer der Einstieg ins Eisklettern. Bei mir war der Einstieg ins Eisklettern ganz speziell. Mir hat ein Freund mitgenommen, der Berger Harry, mit dem ich dann eigentlich jahrelang unterwegs war im Nachhinein. Und bei mir hat eigentlich das Eisklettern direkt angefangen mit meinen ersten wirklich intensiven Kletterversuchen. Also ich habe Hallenklettern im Winter angefangen und gleich Eisklettern draußen. Ist nicht der normale Weg, aber bei mir war es halt so. Aber es hat mich gleich fasziniert und ich habe gemerkt, das ist eigentlich eine ziemlich coole Geschichte. Und von dem Zeitpunkt an war ich immer beim Eisklettern. Das perfekte Eis haben wir mal definiert, hat so die Geschmacksrichtung Vanille oder Schoko. Nein, beim Eisklettern ist das perfekte Eis so, dass es an der Oberfläche leicht zum Tauen beginnt, dass du die Geräte sozusagen mit ganz geringem Widerstand versenken kannst und auch ganz leicht wieder rausbringst. Und du kannst sozusagen in dem Softeis kannst du die relativ schnell ziemlich sicher bewegen. Ja, also ich würde da vielleicht noch ein bisschen weitergehen und sagen, es gibt eine ganze Reihe von perfekten Eisarten. Das kann einerseits extrem strukturiertes Eis sein, das sehr weiche Eis, was der Albert schon gesagt hat, oder ja, einfach total abgefahrene Formationen, eigentlich schon Kunstwerke, natürliche Kunstwerke, die man aber trotzdem noch klettern kann, und das ganze Formenspiel, die ganze Vielfalt, die macht auch die Faszination Eisklettern aus. Und ja, das perfekte Eis. Ich finde, es ist oft perfekt. Ja, das Schöne beim Eisklettern ist eigentlich, dass es sehr schwierig oder eigentlich gar nicht zum Bewerten ist, weil das Eis jeden Tag anders ist. Und das ist eigentlich für mich der Grund, warum das Eisklettern nur das Ursprüngliche eigentlich drinnen hat vom Klettern. Dass es nicht um irgendeine Nummer oder irgendeine Zahl geht, sondern eigentlich um ganz was anderes. Es braucht halt irgendwie also eine Summe aus mehreren Kriterien, was so Formation, Ernsthaftigkeit und Schwierigkeitsgrad beinhaltet. Und aus den drei sollte man sich eigentlich die Gesamtanforderungen noch ableiten können. Aber das in einem einzigen Grad, so wie es jetzt ist, eigentlich zu pressen, das ist total schwierig und eigentlich nicht sinnvoll. Die Skala, die liegt schon in der Schublade eigentlich bei mir. Ja, aber sie noch nicht wirklich verbreitet. Das sind genau drei Zahlen nachher, die das ausdrücken. Weil das, was zum Beispiel der Oglandi vor 20 Jahren oder länger, der Sechser von damals, das ist heute auch noch echt eine Tour, wo du wirklich festhalten musst und wo du auch manchmal fürchten kannst. Und also die Schwierigkeit ist dieselbe, nur ist jetzt einfach die Ausrüstung besser und du kannst halt einfach auch mehr Absicherungen anbringen. Also früher war die Schrauben so stumpf und ist so schwer eingegangen, dass du Angst gehabt hast, dass du durch den halben Eisfall zerstörst und du hast sie müssen mit der Haube vom Eisgerät reintrennen. Und das allein, das Manöver, hat so viel Kraft benötigt, dass sie halt einfach auch nichts gesetzt haben. Weil da war es gescheiter, ein bisschen drüber zu steigen. Und mittlerweile ist das Anbringen von Sicherungspunkten sicher viel leichter geworden. Was aber nicht heißt, dass man das überall machen soll, weil zum Beispiel in freistehende Geschichten tust du da nichts Gutes, wenn du jetzt da in den Zapfen eine Schraube reinschraubst, weil wenn der bricht, dann bist du dabei und das will ja keiner. Ja, der Film Arctic Ice ist eigentlich jetzt nicht wirklich nach einem Plan oder nach einem Drehbuch entstanden, sondern wir sind einfach mit dem Klaus und mit dem Hannes in den Lüngenfjord gefahren und haben einmal ja, nach Eis gesucht und nach Möglichkeiten gesucht. Wir haben eigentlich nicht gewusst, was auf uns zukommt. Und wir haben
die Zielsetzung gehabt, dass wir nichts stellen, dass wir alles so dokumentieren, wie wir es halt gefunden haben und geklettert sind. Also es ist alles authentisch, direkt. Wir sind auch nichts zweimal geklettert, wir haben nichts ausbouldert oder so. Also es ist alles so praktisch echt umgekommen oder dann verfilmt worden, wie wir es auch gemacht haben. Und das ist, finde ich, auch für mich das Besondere an dem Film, dass wir da einfach kein Drehbuch, keinen Plan gehabt haben, sondern alles irgendwie aus der Situation entstanden ist.